Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Ja, ebenso herzlich willkommen im Nebel. Ja, ich habe den dritten Mix-R hier wieder fleißig eingepackt. Diesmal mit einer zweiten Schutzmauer drumherum. So, wenn man mich da reinlässt, eben ging es auch so. Hallo? Ich war da schon drin, hör auf damit jetzt. So. Ihr seht's, infiziertes Viehzeug. Darunter auch die Marienkäfer, die sind natürlich nicht ohne. Die anderen gehen. Bei den Rüsselkäfern muss man halt aufpassen, die explodieren. Ja, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Auf geht's. Gesundheit steht zum Besten. Wir haben noch zwei, da geht's schon los. Wird nicht ohne hier. Da kommt schon die. Sakradöbel, du. Alter, unsere Gesundheit. Einmal die 6, bitte. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Ja, das war klar. Muss mehr auf die Gesundheit achten, das wird hier sonst nichts. Aber es läuft noch, das ist gut.
einmal Teschi. Ich glaube, wir sollen. Das wundert mich, dass das nicht abbricht, wenn man stirbt. Okay, dann kommt die letzte Welle. Können wir die aussitzen? Jawohl! Was? Da gehörst du aber nicht dazu. Heiliger Bimbam. Was ist das? Ja, ich würde sagen, Pilzauswuchs haben wir jetzt nach der Aktion mehr als genug. Und ich habe euch ja schon ein bisschen was gebraucht, um hier überhaupt bauen zu können. Die Grasplatten fürs Dach, gut, die hätte ich mir schenken können, ist noch nichts Fliegendes dabei. Aber, ja, Halleluja. Ja, ich hatte es mir hier ein bisschen häuslich eingerichtet, weil es dann doch etwas weiter von zu Hause weg ist. Aber wir haben den dritten. Ich schätze da gern mal meine Belohnung. So. Sehr schön. Ja, wa? So. Jetzt muss ich aber erstmal durchs Inventar luschern hier. Einmal so, einmal so. Einmal Netzfäden, ja, hervorragend. So, Baumwanzen, Gassack, Säuredrüsen. Ja, Pilzbewuchs ohne Ende, Baumwanzen. Gut, was ich vergessen habe, das war natürlich auch wieder clever wie die Nacht, ich habe extra das Amulett hier Explosionsresistenz eingesteckt und wir haben es gar nicht verwendet. So, die Läuselatschen sind durch, okay. Ja, da würde ich sagen, soweit wir tragen können, nehmen wir mit. X brauchen wir. Gut, aber ich würde sagen, wir machen auch hier einen Cut. Ich baue das soweit zurück, bring die Sachen, mach's Inventar leer und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, weiter kann's gehen. Ja, ich habe alles soweit zurückgebaut, die Dinge in die Base verräumt und dachte mir, wenn wir hier den Mixer im Nebel erledigt haben, dann gucken wir uns auch noch einmal die Schluchten hier an. Da waren wir auch ja noch nicht. Und ja, da haben wir es auch mit einer ganzen Menge Getier zu tun, aber vor allen Dingen kriegen wir hier ordentlich Materialien. Ganz richtig. So, dann komm mal her, Papa. Lali, das hätte auch besser laufen können.
Das ist ein Kiesel. Ja, dann, bevor ich es wieder vergesse, Explosionsresistenz. Ne, den wollte ich gar nicht. Wo ist er? Da. Das ist nichts zum Abbauen. So, die einfach nur, damit wir sie los sind. Ja, die Sicht ist natürlich nicht die beste hier, aber... von den Viechern ist immer, ganz schön mies. So, hatte ich hier alle? Das ist ein Kieselchen. Nee, hier links. Falsche Taste. So, ja, einmal aufheilen und jetzt weniger dusselig anstellen. Da haben wir noch einen Mullah. Da war ich nicht nah genug. Mega-Moller, wollte ich sagen. Na, nun lass mich da doch an. So. Ja, Kollateralschäden nehmen wir natürlich mit. Hier ist sogar eine Feder, sehr schön. Noch eine Feder, hübsch, da hinten nochmal Wissenschaft. Noch. Geh denn weg.
falsche Richtung. So was Dusseliges. Ja, das wird so nichts. Ist hier irgendwo ein Nest? Gibt's doch wohl gar nicht. Gut, hätten wir den soweit leer. Aber ich glaube, raus kommen wir nur auf der anderen Seite wieder, wo wir reingekommen sind. So, das sind aber ja nicht alle. Das ist aber jetzt ja schon. Genau. Irgendwo ist doch noch eine Schlucht. Und irgendwo habe ich den Tully verloren. Lieb sein. Ja, hi. Okay, ich habe ja Explosionsresistenz. Alles ist gut. So, dann lasst uns hier doch nochmal reinlinsen. Aua, was war das? Danke. Noch. So, jetzt muss aber mal Ruhe sein hier. Gelohnt hat, dann weiß ich es auch nicht. Hier liegt noch eine. Dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Und in der
nächsten Folge nehmen wir uns dann den vierten Mixer im Sandkasten vor. Ja, kurz hier noch hoch. Sehr schön. Gut, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.